Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Episode World of Warcraft mit Xteria und Mulenia. Hallo. Hallo. In der letzten Folge haben wir nochmal eine Instanz gemacht, die wir vorher abbrechen mussten. Und ich glaube, wir werden nochmal in Gnomeregan reinkommen, sollten wir uns anmelden. Vielleicht sollten wir mal eine spezifische machen. Mhm. Wäre schon. Oder sollen wir es nochmal riskieren? Ich weiß nicht. Weil wir müssen ja eh laufen. Das heißt, eigentlich können wir es ja riskieren. Danach gehen wir halt in neue Questgebiete. Wenn es nicht klappen sollte. Wenn wir Gnomeregan kommen, gehen wir einfach raus. Okay, dann melde ich euch jetzt mal erstmal an hier. Und dumm. Ja. Sollte ja klappen. War ja wieder schnell. Ich bin Damage-Dealer. Ja. Ah. Mal kein Tank. Und der ist AFK. Ja, super. Das heißt, er geht ja schnell, auch wenn er jetzt ablehnen sollte. Ja. Kann man hier irgendwo verkaufen? In der Hauptstadt? Nein. Nein? Natürlich überall. Na, abgelehnt. Hier direkt. Hier beim Rüstmeister. Ah, dann versuche ich da mal runter zu springen. Oh, ich bin ins Auto gesprungen, hab das auf den Fahrersitz. Jetzt bist du Tank. So, okay. Ah, war klar. Na super. Nehmen wir einfach wieder raus. Ja. Deserteur, nein. So, wir brauchen jetzt den Zeppelin. Ein Zeppelin? Schlingdorntal. Okay. Ich weiß gar nicht, welcher das ist hier, weil die haben den ja umgebaut. Gibt ja zwei also Zeppelin-Stationen. Also hier hat der Freund immer rumgeschrien. Der kommt aus dem Schlingdorntal. Aha. Muss das der hier sein? Ja, hier. Ich komme. So. Gut, wir haben 5 Minuten Zeit. Der ist gerade hier weggeflogen. Ich habe ihn sogar gesehen. Na super. Ja, klasse. Yay. Ja, Moment. Ist das Schlingdorntal jetzt für unser Level das obere Gebiet Level 30? Oder wurde das jetzt so angepasst, dass alles Level 30 ist? Weil Schlingdorntal war ja zweigeteilt. Nee, es ist oben ist es 25 bis 35 und unten auch. Hä? Unten ist 30 bis 35. Wenn du draufklickst, siehst du genau. Das. Genau, ja, stimmt. Also 35 bis 30 ist das obere und das untere ist dann ab 30. Ja. Das ist auch immer noch geteilt. Und wir kommen ja eh da an. Kommen wir nicht im unteren an? Nee, wir kommen oben an. Oben links. Ah ja, genau. Stimmt, ja. Wie würde man denn als Hordler ins Arathi-Hochland kommen? Gute Frage. Eigentlich nur aus Unterstadt laufen. Ja, wahrscheinlich. Was hätten wir denn hier? Wir hätten hier. Egal, Schlingdorntal ist schon gut zum Questen. Das ist schon okay. Ja. Hier hätten wir Desolage. Hier ist ganz schrecklich, hier will keiner hin. Ja, hier kenne ich hasse die Horde seit. Alle nicht. Also das sind wirklich die schlimmsten. Also auch Hordler sind immer rechts rübergegangen zum Questen. Aha. Steinkrallengebirge will keiner und dann freust du dich, wenn du raus bist und kommst in noch hässlicheres Gebiet, Desolace. Feralas ist wieder okay, 35 bis 40. War denn das noch? Da ist der Zeppelin. Oh, das ging aber schnell. Schneller geworden. Das geht auch lang, ja. Der Schlimmste ist nach Thunderbluff, also in die Taubenhauptstadt, weil da gibt es kein Portal. Also da wird man zwischendrin nicht teleportiert. Das heißt, du fliegst wirklich den kompletten Weg hin und zurück. Aha, das ist ja ätzend. Ich finde es so, dass ich auf der Horde-Seite nicht wirklich mitreden kann.
Ich kenne mich nicht hier aus. Du machst ja nichts. Was hat denn Allianz dann nochmal? Um sich fortzubewegen und Schiffe. Sonst. Schiffe. Schiffe. Ach ja, die sind ja schon was besser gefahren. Aus Menethil und so. Düster Marsch. Genau, genau. Und Nach Nachtelfen. Gibt's nicht mehr. War denn das? Vorgebirge des Hügellandes, genau. Nee, gar nicht wahr. Sumpfland war das auch nicht. Was war denn das noch, wo man jetzt nicht mehr mit dem Schiff hinkommt? Also bei Menethil gab es zwei Stege. Einer hat dich nach Düstermarschen gebracht und der andere zu den Nachtelfen oben links. Von Sturmwind aus kam man. Es gab nicht mehr Captain Placeholder. Kennt ihr Captain Placeholder? Obwohl der ist schon zu spät. Ja, ganz am Anfang von WoW gab es keine Schiffe. Gar nichts? Nein, gar nicht. Da stand am Hafen, also am Steg, stand Captain Placeholder, also Captain Platzhalter. Und der hat dich einfach rübergeportet. Okay. Weil es keine Schiffe gab. Auch nicht schlecht. Das hätte ich gern gesehen. Es gibt ein Lied über ihn, weil alle ihn vermisst haben. Kannst du einfach auf YouTube Captain Placeholder Song eingeben. Ist so ein recht cooles Lied. Ja, das werde ich mal machen. Auf jeden Fall. So, auf einmal hat sich hier auch so ein anderer Typ dazu geschlichen, der vorher nicht da war. Hier, der Krieger. Ja. Eine dicke Kuh. Die dicke Kuh. Da sind wir. Achso, und hier schon Fähig aktiv. Boah, schreck. Schlingdorntal. Die Basislager. Nein! Alles außerhalb der Wand. Ich hab's gesehen. Ich wollte auch erst runterspringen. Dann. Nee, das wird nix. Macht nix. Komm ja wieder rein. So schlimm ist das ja nicht. Das habe ich früher immer solo angegriffen hier. Aus Luxemburgerei. Sehe ich nur, ne? Kann das sein? Ich sehe auch noch eine von den Kommandanten. Ich sag nur mit vegan teleportieren. Punkt. Yay. Nein, danke. Einfach reinhüpfen. Ah, okay. So, nur eine Quest, ist das richtig? Ist direkt hier über uns. Über uns? Ach da. Ja, dann mal auf. Er hat immer die Nase vorn, ne? Mhm. Echt, ey. Alles versteckt sich hier auch schon im Phasing. Ich dachte erst, wo sind denn die Sachen? Dann kam ja dieser, dass man kurz unsichtbar wird. Oh, wir müssen Eier putt machen. Ja, hier sind so viele Dinos im Tal. Da muss das sein. Wenn ich... Förster arbeiten hier. Ah, das ist eine Quest aufgeproppt. Das gibt es hier also auch. Okay, können wir jetzt eigentlich beide abgeben? Oder ist noch eine weiter nördlich? Nein. Nö, nur zum Abgeben. Gibt's die Jagd noch im Schlingdorntal? Es gibt ja dann den Pantherkönig, den Raptorkönig, den... Stimmt, die gab es damals. Aber ob es sie jetzt noch gibt, weiß ich nicht. Die gibt's noch. Bangladesch. Die habe ich erst gemacht. Ja? Ja. Cool. Aber bestimmt auch nicht mehr Elite. Nee, das sind sie ja schon lange nicht mehr, also... Was haben wir denn hier? Okay. Jetzt kommen die ganzen Quests zum Vorschein. So, Flugpunkt. Die drei Musketiere. So. Folgt dem Loot Goblin. Er legt euch eine Spur aus Geld, falls ich verloren bin. Nicht aus Brotkrümeln? Nee, ist viel zu altmodisch. Goldtaler. Hier sind die Ogre sogar noch klein. Ja, gibt ja auch die großen. Und eine Quest. Nehmt alle schön seine Hand mit. Seine Hand? Die saugt mir doch mein ganzes Gewand zu. Ihr wisst ja, Blutelfen sind ja eingebildet. Zumindest die Damen.
Ich habe Schlingdorntal geliebt. Ich habe hier gerne gequestet. Ich weiß noch, wie stolz ich war, Level 30 geworden zu sein. Ich habe hier so ein paar Ogre, also wenn ihr gleich dann... Ja, ich sehe es schon. Das ist nicht schlimm, die können ja nichts. Die sind ja das Schlimmste. Ne, Schlingdorntal habe ich nicht gemocht, weil es zu zeitverschwenderisch war zum Questen. Hier hing es immer. Weil es hat sich damals zu Klassikzeiten nicht perfekt ausgegangen, dass du, wenn du alle Quests oben gemacht hast, nach unten gehen konntest. Es hat zwei Level haben gefehlt. Du musstest also noch einmal das Gebiet wechseln. Okay. Ja, eigentlich nie Probleme mit. Ja, muss ja total noch geändert werden. Zu Klassikzeiten gab es ja noch total diese XP-Schwankungen, auch dass du wirklich mal ein Level nur Monster töten musstest, um weiterzukommen, wenn du in demselben Gebiet bleiben wolltest, weil es sich einfach nicht ausgegangen hat. Wieso lässt sich dieses Ding nicht bewegen? Was haben wir die jetzt eigentlich alle? Ich verhau die hier einfach noch so. Ja, die brauchen wir. Die sind fertig. Die ist jetzt irgendwo da hoch. Die sollen mal hier den... Was droppen die Nager nochmal für den Stoff, weshalb man die gefarmt hat? Ich glaube Magiestoff, oder? Magiestoff, meine ich auch. Magiestoff, nicht der Low-Stoff, den es im Kloster gibt? Du meinst Wollstoff? Netherstoff oder so meint ihr doch bestimmt. Nether? In Nagern war doch schon Nether. Nein. Das kriegst du erst Scherbenwelt. Ich wollte gerade sagen. Scherbenwelt ist doch Nagrand. Ach so. Stimmt. Ja, wo du sagst. Aber ich kriege dieses kleine Fensterchen nicht verschieben. Das pisst mich an. Ah, jetzt. Bei den Nagern hat man immer die Perlen gefahren. Schillernde Perle. Ja, die sind ja auch nichts mehr wert. Brauchst ja für nichts mehr. Oh, hier haben die Murlocs so einen Sumpf errichtet. Tötet sie. Folgt euch auch so ein... dieses Vieh hier? Ein Lootgoblin? Nein, ich habe hier diesen... diesen Jüngling habe ich hier. Diesen Schmetterlings. Schmetterschwanz, die Jüngling da. Der folgt mir. Das ist doch gut. Wird auch immer auf PvP gemacht. Im Schlingdorntal, wenn man sich gesehen hat. Und dann hat man welche ins Lager gekitet. Das Allianzenlager ist ja auch hier irgendwo. Ja. Immer ihre grünen Hügel von Strangethorn ab. Wir sind sogar PvP markiert. Mhm. Ja, das ist ja auch ein geteiltes Gebiet. Aber auch hier muss er keine Angst haben, in Allianz in offener Wildbahn zu sehen. Ach hier, das Tier, was in der herläuft, das muss die mal fressen. Das ist die... Dieser kleine Dino muss 40 Murlocs fressen. Okay, das stimmt. Ist auf der Allianzseite anders. Da muss man Basilisken umhauen. Richtig, ja, genau. Das hat sowieso schon geändert. Oh, diese Basilisken, da hat man eine Basilisken-Quest, da musste man ganz spezielle Basilisken finden und davon gab es keines, aber weiter unten ist das. Und da kommt auch dieser Elite-Affe aus der Höhle, wo man diese mehreren Wellen überleben muss. Ja, ja. Genau. Wie heißt denn der noch? Mok oder so, ne? König Mok, aber ist das nicht der Dinosaurier aus dem Munguru-Krater gewesen? Boah. Ich weiß es nicht, gar nicht ganz genau jetzt. Ne, der hieß King Mosh, König Mosh. Ja, wenn Krabs dann dabei ist, das vier Stück noch. Dann ausführlich, dann können wir auch noch mal so Hintergrundwesen ansprechen. Ja. 40 von 40, ihr habt alle gefressen. Yay. Der muss aber jetzt satt sein. Gekillt. Ja, wir haben auch alle gekillt. Dann mal zurück. Also ihr müsst vor dem Motorrad laufen. Soll ich uns gleich eigentlich... Der Schlitten von den Pferden gezogen. Lol. Soll ich uns eigentlich nochmal gleich anmelden, oder? Sind wir schon soweit? Ja, in 18 Minuten kannst du das machen. Yes. Ich hab den Buff nicht gekriegt, deswegen. Weil du als drittes rausgegangen bist. Wenn zwei Leute gehen, zählt es nicht mehr als Deserteur, wenn du gehst. Haha. Na, nicht so schnell laufen hier. So, es gibt Items. Yay. Trinkets.
Toll. Wieder nix. Das kann ich doch direkt mal. Alles gibt Level ab, jede. Ich hab die Hand gar nicht gemacht. Warte. Wie, die musst du doch nur aufheben und abgeben. Ja, ich hab das aber nicht aktiviert gehabt. So, jetzt aber. Und einen Ring aufgesetzt. Keine neuen Fähigkeiten. Ach, du bist schon Level up. Ach Gott, ich sehe es ja gerade. 3 Balken habe ich noch. Ich habe noch ein paar mehr. Ja, wir müssen gucken, dass du wieder aufholst. Ja, ich gehe einfach nicht mehr ins Gasthaus nächste Mal. Ja, ich muss ja eh noch ein bisschen Leder nachfarmen. Kann ich dann ja vielleicht mal mit den ein oder anderen Mob mit umhauen, der ein bisschen EP bringt. Ja, mach das mal. Kirschnerst du ein bisschen nebenbei. Genau. Wie viele Balken hast du denn noch? Muss das Doppelte haben. Ich glaube 6 oder so, ne? 6, 7. 7 sogar. 7, ja. Ja, dann musst du ein bisschen mehr Küche. Ich hab 3. Was müssen wir, was töten wir denn diesmal? Hier, die Trolle. Oder wie auch immer die heißt. Ja, das sind Trolle. Stimmt, hier an der Küste. Dann müssen wir hier hinten noch das Totem holen. Das müsste hier in der Mitte sein. Die Ruinen. Ruinen von da ist ein. Oh, jetzt ist ein komischen. Das ist ein Hordler. Hier sind so 2. So, hier. Ach, das Vieh folgt mir. Hier ist. Ich wollte gerade sagen, die habe ich auch. Hier. Die ist neu, aber ich muss erstmal unsere. So. Der hat da irgendwas in der Schnauze. Das sieht aus wie ein Totenkopf. Ein Schädel, ja. Schön die Zähne mitnehmen. So. Wolle. Habt ihr die Kiste schon geholt, die in der Mitte Nein. steht? Die Kiste? Ja, da steht eine Kiste. Die müsst ihr auch holen. Da war ich auch noch nicht. Nämlich, als du sie gelootet hast, die spawnt sie erstmal. Glaube nicht. Ich glaube, nee, die bleibt da. Ja, aber sonst war es ja immer so, dass die Sachen die spawnen, wenn man irgendwas. In dem einen Troll ist übrigens das Totem drin. Der da an der Kiste liegt. Jo, hab's. Ja, ich auch. Und dann gab's ja diese Quest, wo du halt irgendwas vom Boden aufheben musstest. Und wenn man dann in einer 5-Mann-Gruppe war, musste man ewig warten, weil es manchmal bis zu 2-3 Minuten gedauert hat, bis das respawned ist. Mhm. Und dann kamen ganz viele Leute ja manchmal immer vorbei und dann wollte ja jeder dieses Ding haben. Genauso wie mit Quest-Mobs. Wenn man irgendwie den. Jetzt respawnen die absichtlich schneller. Alle Quest-Mobs respawnen ja sofort neu, sobald sie tot sind. Genau. Und damals hat das ja auch noch ein paar Minuten immer gedauert und dann hatte man sich immer so ein Makro gemacht, Slash-Target und Mobname und Hauptsache direkt AE oder einfach dauerhaft AE auf diese Stelle spam, damit man halt der Erste ist, der diesen Mob bekommt. Ja. Genau. Ein Hauer war ich noch. Mal kurz die Attacken hier so. So, fertig. Seid ihr auch fertig? Noch ein Zahn. Okay. Ich bei mir auch. Ja, da hat eine. Ja. Einen fehlt noch bei mir. Mal gucken. Ob ich die hier noch looten kann? Die habe ich gar nicht gesehen. Jetzt habe ich auch alle. So, und das waren auch wieder alle Quests. Geht ja schnell hier. Da hinten zeigt er mir noch. Achso, falsche Richtung. Aber hier sieht man, dass es sich grafisch auch ein bisschen geändert hat mit den ganzen Patches. Ja. Sieht viel schöner aus als damals. Hier auf dieser Insel, die kann ich nicht pingen, aber jetzt auf der Insel links neben uns sind doch die Quests für Sulgurub gewesen, wo man auch den Ruf abgeben konnte. Genau, ja. Da war ich bis jetzt, glaube ich, 2-3 Mal auf dieser Insel. Ja, das war wichtig, wenn du damals das Quest von Hacker bekommen hattest. Da konntest du das schöne Trinket holen. Ja, ich wollte da mal den Ruf farmen, aber irgendwie. Das Set ist schön. Also hat sich gelohnt, den Ruf da zu machen, weil du hast ja da ein ganzes Set bekommen. Ja, aber auf 85 hat sich das nicht gelohnt, das nur deswegen zu machen. Aber doch Design. Auch für Design habe ich schon mehr gemacht. Also Transmoggen. Eine Hose. Ja, kann ich nichts mit anfangen. Level up.
Viel Zeit. Danke. Komm. Ja, ich auch. So, dann passt das jetzt. In genau 20 Minuten. Ich kann jetzt die Zeit einsehen. Was wird denn gebraut? Er schüttet Mojo über den Schädel. Boah, fertig gezaubert. Und jetzt gibt's noch eine Quest. Ja, genau. Machen wir aber gleich dann erstmal nach dieser Quest dann einen Cut. Ich hab jetzt die Zeit immer im Auge, das ist gut. Durch den Open Broadcaster. Questen dann und melden uns vielleicht nochmal für den Stunts. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.